Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Stream und einer neuen Folge von The Forest. Ja, wir sind hier jetzt wieder dabei im Singleplay, liebe Freunde. Mein Avatar will noch nicht so ganz. Moment, da müssen wir noch mal kurz mal schauen, wo das Problem liegt. Moment, der muss neu ausgerichtet werden. Ich bin gleich wieder für euch da, Freunde. Alles klar. So, dann machen wir weiter. Also, wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Kopfhörer nochmal kurz richten und dann geht's weiter. Ja, wir sind hier bei Tag 11. Ich glaube, das ist das hier, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, Freunde. Ja, mal gucken, wie weit wir da eigentlich gekommen sind. Das Wochenende, also 2 Tage... Kein Spielen, das, ja, bringt ja schon durcheinander. Da muss man sich erstmal wieder neu orientieren, wo man denn eigentlich gewesen ist. Okay, also wir haben hier die Armbrust. Okay, wir haben hier Katana, bababa. Wir könnten eigentlich mal in ein paar Höhlen gehen, oder? Einfach mal in ein paar Caves, um zu sehen, ob wir Dings bekommen. Den modernen Bogen. Weil auf den habe ich es ja auch so ein bisschen abgesehen. Ich glaube auch so ungefähr, ich weiß, glaube ich auch, wo wir den bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir nehmen uns auf jeden Fall mal ein bisschen was zu essen mit. So. Na komm, frühstücken zu Hause. So. Passt nicht mehr rein, okay. Gut, also essen wir erstmal schön Bunny und dann geht's los. Wir haben ja genug Rüstung eigentlich, damit wir hier lebendig rauskommen sollten. So. Also, heute stehen die Caves an. Ich möchte mal ein bisschen die Caves erforschen, so ein bisschen die Caves leerräumen auch. Ich laufe hier einfach so ins Grüne, ich weiß gar nicht wohin. Mal gucken. Ach komm, lass uns Grüne laufen. Irgendwelche Caves werden wir schon finden. Was haben wir eigentlich hier auf den Nummern? Auf der 1 das Katana. Man sieht es schlecht, aber es ist da. Auf der 2 ist die Leuchtpistole. Auf der 3 ist der Bogen, den habe ich gesucht. Und auf der 4 die moderne Axt. Okay, es wird dunkel. Das heißt, im Dunkeln werden wir keine Caves finden wahrscheinlich. Ich werde mich mal zurück in die Base begeben, um dort nochmal zu schlafen. Und dann werden wir mal. Ah, jetzt weiß ich auch, wo wir hier sind. Wo die Base hier, wo ich die gebaut habe. Kann ich schlafen? Nee, kann ich nicht. Warum auch? Wäre ja auch zu einfach. So, Medikamente brauchen wir nicht. Ist voll. Essen haben wir einmal hier. Dose. Da. Okay, Alkohol, Getränke. Haben wir jetzt erstmal alles eingesammelt? Komm, schlafen. Wir können eh nicht schlafen, ne? Dann können wir auch. Hallo. Können wir auch direkt die Caves suchen? Weil wir haben genug Rüstung. Das reicht. Also da kommen wir locker aus. Mal schauen. Irgendwo muss ja ein Cave sein, das wir noch nicht gefunden haben, beziehungsweise ein Cave, das wir nicht komplett durchsucht haben. Weil uns für wir, ich habe eigentlich fast alle Caves hier durchsucht, aber den modernen Bogen habe ich noch nicht gefunden. Ich habe gerade Licht ausgemacht, weil da hinten lief gerade jemand. Und hier sind wir. Also ich habe die Vermutung, dass wir zum Wasser müssen, zum Fluss. Da wo die Zelte stehen. Ich habe da irgendwas Leuten mal gehört, dass da das Ding sein soll. Lass mich. Pfui, aus. Nein. Der Bastard.
Könnte ruhig mal wieder hell werden. So, machen wir wieder Licht an. Jetzt haben wir uns hier wieder komplett. Ah, hier lang müssen wir. Da hinten steht auch einer, oder? Oh, ein Mutant ist das. Wenn du glaubst, schlimmer geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Mutant her. Sogar zwei. Spider-Man und Armsi. Ey, mir bleibt wirklich nichts erspart hier, ne? Ich glaube, die haben mich auch schon entdeckt. Wie sieht es mit Munition aus? Drei Schuss, kommen wir nicht weit. Na gut. Müssen wir so irgendwie versuchen, an die vorbeizukommen. Durchrennen am besten. Ja, also heute, ne? Ihr kriegt das ja mit. Ein Spontan-Stream. Ganz einfach, weil ich Zeit gefunden habe und mir dachte, komm, das ganze Wochenende hast du schon nicht am PC gesessen. Jetzt möchtest du mal wieder, ne? So, wir suchen jetzt mal einfach irgendein Cave. Einfach mal irgendeins, in das wir reingehen. Am liebsten natürlich da hinten, wo der Fluss ist, weil da stehen Zelte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch irgendwas drin ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe gewusst, dass ich irgendwas höre. Aber ich sehe nichts. Schüchtern, ha? Ihr kleinen Süßen. Na gut, wenn sie sich nicht zeigen wollen, zwingen kann ich sie nicht dazu. Dann gucken wir einfach mal. Weil hier irgendwo das Cave finden. Ich meine, drei Leuchtstoffmunition ist besser als gar nichts, finde ich. Also, hoppla hopp. Einfach mal gucken. Ich suche den Fluss, ne? Also, falls ihr jetzt nicht wisst, warum ich hier so blöd durch die Gegend laufe. Ach, guck hier. Koffer. Ja, da wird aber nichts Sinnvolles drin sein, außer Medikamente, Stoff. Ne? Das Alltägliche eben. Oder besser gesagt, das Übliche. So, hier ist the big hole, das große Loch. Denk mal, hier hinten irgendwo wird das mit dem Fluss sein. Muss mir echt noch irgendwie überlegen, wie ich das hinbekomme, dass ich mir merke, wo was ist. Weil jedes Mal suche ich nach modernen Bogen, nach rostiger Axt oder sonstiges. Irgendwas suche ich irgendwie immer. Machen wir seine Funze aus hier. Leute. Schnauze. Sonst klatsche ich dir eine. Ah, die sind weg. Sehr gut. Ah, da hinten laufen sie. Aber hier bin ich schon mal richtig. Hier ist der Fluss. Boah, ich hasse es, wenn es dunkel ist, ne? Habe ich euch das schon mal erzählt? So, ich gucke mal auf die Karte. Auf jeden Fall, wenn, falls hier irgendwo ein Cave ist, bin ich da noch nicht drin gewesen. Hier ist das Loch. Schlafen ist sowieso für Anfänger, ne? Von daher. Egal. Schlafen muss man hier unbedingt. Aber ich möchte meinen modernen Bogen haben. An den hänge ich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie hänge ich an dem. Wahrscheinlich, weil das Zielen da relativ leicht ist. Und Munition kann man sich ja auch selber bauen. Ich trinke mal was, bevor ich hier komplett verdurste. So, weiter geht's. Weiter, weiter ins Verderben. Wir laufen über die Insel, bis wir sterben. Hier ist ein Zelt. Jetzt schon doch ein Cave, oder? Ja.
Wenn wir da mal rein, mal gucken, was uns da erwartet. Ich habe nämlich keine Ahnung. Hallo, ist hier jemand? Ja, ist das da? Ah, nett hier. So einladend. Schön. Okay, also ich nehme an, wir müssen hier runter. Na denn, na denn. Habe ich eigentlich Stöcker dabei? Ja. Nicht viele, 5 Stück. Aber immerhin etwas. 10 mal davon. Okay. Ja, so ein bisschen ausgestattet bin ich. Also. Es geht aber auch aktiv runter hier. Meine Güte. Junge, Junge, Junge. Okay. Also tauchen müssen wir. Denn auch wenn es nass. Da unten sind Klemmen. Warte mal, da habe ich doch noch was Besseres. Weil mit dem Pfeilen sehe ich nichts. Gleich mal dafür, dass die hier verschwinden. Ah, das war nicht so geplant. Aber jetzt bin ich ja schon. Jetzt bin ich unten. Jetzt ist auch egal. Mach doch mal das Feuerzeug an, Mensch. Hier platscht noch was. Auch die Kettensäge fehlt mir noch. Was? Ach du da. Ja, Kartoffel. Okay. Also hier ist mit Schlafen und Speichern. Aber kommen wir hier nicht doch? Nee. Kommen wir hier nicht weiter? Wir müssen doch hier irgendwie weiterkommen. Ach, hier. Oh, mach das Licht an, Mensch. Das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn es dunkel ist. Ah, okay. Hier ist das große Loch. Okay. Latschen wir mal hier lang. Mal gucken. So. Auf jeden Fall können wir hier wieder ordentlich Alkohol einsammeln und Äste. Also Stöcker, wie es ja hier heißt. Ganz liebevoll. So, Medikamente sind ja voll, haben wir vorhin schon rausgefunden. Oh, überall muss man sich hier ducken. Der Wahnsinn. Aha, aha, aha. Du hast Hunger, du hast Durst. Alles klar. Also alles wie immer eigentlich. Hunger und Durst. Ah, hier sind Leuchtstoffmittel. Ein Hinweis, ein Hinweis. Mal schauen. Ja, das kennen wir ja schon. Ich habe auch noch nie geschafft, die Steinschusspistole zusammenzubauen. Noch nie. Na komm, lauf doch mal ein bisschen. Mensch. So, der wird hier wahrscheinlich auch irgendwo reingehen, ne? Nehme ich mal an. Okay, dann esse ich mal vorher noch eine Kleinigkeit. Und noch was trinken. Weil irgendwie verschwindet das ja ziemlich schnell, ne? Ich lade mal noch meine Leuchtstoffpistole nach. Nicht, dass ich die nachher brauche und keine Munition habe. So, dann geht's mal rein. Schön, dass das Game nicht hängt. Muss ich die Tauchausrüstung jetzt anlassen oder muss ich sie ausziehen jetzt? Oder kann ich sie ausziehen? Irgendwie ist hier nichts, ne? Also
weder Wasser so großartig. Komm, wir ziehen das Ding aus, das stört. Da siehst du ja gar nichts. So, und runter geht's. Ja, das scheint ja ein bisschen größer zu sein. Da hinten auch schon wieder was ankrauchen. Hallo Krauchi. Komm mir mal ein Stück entgegen. Alter. Die sind aggressive, eindeutig. Ey. Bleib doch mal hier schmeidig, Mann. Und tu mir einen Gefallen und stirb. Ich sehe nichts. So. Die Biester hier muss ich auch noch töten. Dann springen die mich irgendwann an und dann habe ich nachher den Salat. So. War hier nur einer? Aber ziemlich dünnes Personal hier. Geht's runter? Bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefällt. Na gut, müssen wir mal gucken. Mach doch mal das Licht an, Mensch. Na los, hopp. Weiter. Aha. Ja, da hängt hier auch so rum. Schön. Glück gehabt. So, hier ist wieder Wasser. Aber sonst nichts Dickes irgendwie, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl. Nee. Na gut. Hab ich mich erschrocken. Meine Fresse. Ich sollte auch mal den Ton wieder ausmachen. Meine Güte. So, weiter geht's. Uiuiui. Ah, da sind wieder frische Babys. Ja, ich hab gut, Mensch. Alter, noch. Weiche. Uah, Mann. Was willst du? Geh weg. Du. Bisschen viel jetzt. Stirb. Tu der Welt einen Gefallen und stirb. Ach, du lebst ja auch noch. Noch. Du tust mir nicht weh. Du mir auch nicht. Und du nicht. Aber irgendwas schlupst hier noch. Irgendwas lebt hier noch. Okay. Ich mach mal ein Lagerfeuer hier. So. Dann kann ich nämlich die Burschen hier, die ich jetzt gekillt habe, hier reinballern, weil ich habe schon ordentlich an Rüstung verloren. Ja, wenn man so unvorbereitet hier reingeht. Ach, hier ist die Kletteraxt. Okay, die habe ich ja, glaube ich, schon. So, der hier auch noch. Hat der? Nee. So, dann hauen wir den auch noch mit rein. Irgendwas knallt da in der Ferne. Also irgendwelche Mutanten werden hier noch rumlungern. Gibt es da sonst noch irgendwas Feines? Nee, ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt mal warten. Habe ich die Kletterachse schon gesammelt? Die habe ich noch gar nicht, ne? Geile Sache. Jetzt ist sie meine. Gut. Dann bauen wir mal schon mal eine Rüstung, bevor wir nachher wieder mit Knochen komplett voll sind.
Na komm, du kannst auch mal langsam zu Ende brennen. Geht doch. Warum schon wieder voll? So, bam, bam. Wollen wir gleich mal damit anziehen. 4 Stück habe ich jetzt noch übrig. Na, mal sehen. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Jetzt nicht. Ja, auch nicht. Und hier runter möchte ich eigentlich ungern. Ich werde mal das Seil wieder hoch machen. Und dann mal gucken, was uns da erwartet. Ich glaube, ich kann mittlerweile meine... Alter, die Töne, ne? Wahnsinn. Ich kann ja das Ding hier ausziehen und dann mal gucken, was hier oben ist. Irgendwas muss ja da oben sein. Hallo. Ist hier jemand? Irgendjemand? Hallo. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwann mal in die Caves muss, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, möchte ich gerne, dass sie leer sind. Weil wenn man die Kannibalen hier in den Caves tötet, dann spawnen die hier nicht wieder. Ganz anders als... Ostexe, schon den 2. Monat dabei. Vielen, vielen Dank. Und willkommen in meinem Stream. Schön, dass du da bist. 2 Monate bist du ja schon dabei. Krass. Moin, ich hoffe, dir geht's gut. Dass du den Tag heute hier sinnvoll bis jetzt verbracht hast. Im Herzen für... Oh. Das geht runter wie Öl. 1000 Mal Dankeschön. Ich glaube, wir brauchen mal Sprengstoff, oder? Ah. Wieso lachen die? Seit wann lachen die Kannibalen? Ich werfe mal Sprengstoff rein, mal gucken. Ich habe gar keinen Sprengstoff. Hahaha. Auf jeden Fall haben die Spaß da hinten. Ich will auch Spaß. Ah. Jetzt auch dir wünsche ich einen wunderschönen guten Tag. Mal ganz lieb, hallo. Komm nicht rein, ne? Wahnsinn. Vielleicht muss ich mich die Wand da hinten hochkraxeln. Mal gucken. Ja, Dash war jetzt schon länger nicht mehr hier online gewesen. Den habe ich sehr vermisst. So, wir gehen mal hier nochmal rein. Ich kraxel mal die Wand da hinten hoch. Also da, wo wir die Kletteraxt gefunden haben. Da weiß ich, dass man da hoch kann. Da hinten. Mal gucken, vielleicht finden wir da was Interessantes. Bam. So, weiter geht's. Der ist wieder da, genau. So, Kletteraxt. Haben wir ja ganz frisch gesammelt. So. Lebt hier was? Also eigentlich wären wir lieber, wenn nicht, aber
Ich frage mal so. Neugier halber. Hallo. Die freuen sich auf jeden Fall. Drei Stück sehe ich. Einer versucht gerade zu mir zu kommen. Kommt auch zu mir. Er kommt auch schon zu. Oh, hier. Vier Stück gleich. Super, das gibt Rüstung. Komm her, ja. Das H&M von der Insel. Mit denen kann man sich hier anziehen. Steffi. So, zwei Tote, glaube ich, ne? Oder? Nee. Jetzt sind zwei Tote. Kannst du mal aufhören, mich hier zu quatschen, Alter? Stirb, Kartoffel. Schrei mich nicht so an, mein Fräulein. Ah, nee, mein Freundchen. So, Sex ist im Lurk. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, dann verbrennen wir die Typen hier mal. Weil die wurden mir jetzt sehr aufdringlich. Und sowas gehört bestraft. Eindeutig. Erste. Der zweite. The third one. Und wo wir schon mal dabei sind. Ja, auch gleich. So. Nehmen wir uns mal die Rüstung an, die wir noch haben. Die Mutantenrüstung zweimal würde ich gerne behalten. Da möchte ich jetzt nicht allzu sehr mir die Sachen nehmen. Na komm, ran zu Ende. Mach. Ich habe heute noch was vor. Hopp, hopp. Schneller. Dash, ich glaube, Hexe würde ich jetzt nicht, würde jetzt nicht antworten, weil sie im Lurk ist. Tequila! Oh, vielen, vielen Dank für deine 5 Bits. Das ist ja lieb. Dankeschön. Mensch, da ist mein Morgen gleich gerettet. Dann bist du halt dran. Ja, klar. Ich halte den Kopf immer hin. Mir geht's prächtig. Ich hoffe, dir auch, Dash. Dann bist du halt dran. Ist auch niedlich. So, jetzt machen wir erstmal ordentlich Rüstung hier. Gut, dass ich mir was zu essen hier eingepackt habe. Essen ist für mich immer wichtig. Nicht nur im Spiel. Okay. Also kommt wieder ein bisschen Rüstung dazu. Yummy, yummy, yummy. Chat, erzählen. Was habt ihr heute alles so schon gemacht? Fertig gemacht? Fertiggestellt? Sinnvolles getan? Wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich hier lang? Ich glaube, von hier kam ich, ne? Ja, ich glaube, von hier kam ich. Dann bin ich hier lang, genau. Grüße vom Schrauben. Ach ja. Ihr seid ja am Strand. Darf ich euch mal was vorschlagen? Moment mal. Ich möchte mal gucken, ob das geht. Ja, das geht. Freunde, wenn ihr Bock habt, ne? Einfach mal draufklicken, umschauen. Ich finde, das ist mir alles sehr gut gelungen dort. Jetzt darf ich ja Werbung für mich machen. So, Stock, Stock, Stock. Ein Schneck. Ah, komm her. Noch ein Schneck. Sind die Fische hier übelst geil. Moment mal. Bitte keine Eigenwerbung machen. Dankeschön. Lieb von euch. Ist nämlich sehr billig, wenn man auf anderen Kanälen Werbung für sich selbst macht. Das mag keiner. So, weiter geht's.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier noch was finden werden. Hier müssen wir wieder lang kraxeln. Oh, macht das Licht an, Mensch. Dunkelheit ist nicht so meins. Okay. Also. Und hoch geht's. Ziemlich hoch sogar. Hey, der Witzka. Und ihr werdet es nicht glauben, da oben geht es noch weiter. Der Wahnsinn. Ja, Tequila, ich war brav wählen. So wie es sich gehört. Aber um eins möchte ich euch bitten, Freunde, wenn ihr jetzt was dazu schreibt, schreibt bitte nicht, was ihr gewählt habt, ne? Bitte nicht. Ah, da hinten geht schon wieder raus, ne? Will ich raus? Ja, komm, lass rausgehen. Draußen ist hell. Ich suche ja immer noch den modernen Bogen. Den vermisse ich noch. Der Schwan nicht wählen. Ja, gut, ist ja jedem selbst überlassen, ne? Bin ich hier gerade wieder raus, wo ich rein bin? Kommt mir nämlich verdammt bekannt vor hier. Aber wir gucken mal. Ja, vor dem Urlaub per Briefwahl. Ah, okay. Ja, das geht ja auch, ne? So kann keiner sagen, oh, ich konnte nicht. Nein, ich habe ja auch auf TikTok zum Beispiel da aufgerufen, wählen zu gehen. Und da ist, versteht sich's von selbst, dass ich das natürlich auch mache. Das gute alte Rein-Raus-Spiel. Du bist ein Ferkel. Einfach nur ein Ferkel bist. So, mal gucken, was wir hier oben finden. Leider, 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 da, da. Also, falls einer von euch weiß, wo ich hier den modernen Bogen finde, könnt ihr das gerne mal reinschmeißen in den Chat. Ich suche noch. Ja, ruh dich mal aus. Ich habe ja irgendwie was im Hinterkopf, wo am Fluss die ganzen Zelte stehen. Dass man da in das Cape rein muss oder kann oder sollte oder wie auch immer. Aber ich finde das nicht. Ich bin eine Schwein, bist du? Ja gut, Schwein wollte ich jetzt nicht sagen, ne? Klingt ziemlich unerhört. Alter, die Ausdauer ist ja vollkommen am Ende. Einige Schwein. Ich find, das kann man so stehen lassen. Einige Schwein. Richtig schreiben kann jeder. Ah, da ist das Ding. Da wollte ich noch mal reinlunsen. Was man hier so holen kann. Eine Postkarte. Mit einem fetten Kreuz drauf. Na gut. Dann gehen wir mal hier rein. Mal gucken, was es hier so gibt. Hallo. Liebe Freunde. Seid ihr alle da? Ah. Okay.
So, meinen Schreckmoment habe ich für heute. Sorry, ich bin raus, mein Twitch hängt sich dauernd auf. Hast du schon mal bei den Einstellungen hier vorne geguckt? Da kann man was einstellen, dass es eigentlich dann nicht mehr hängen sollte. Irgendwie Pop-ups irgendwie ausschalten oder sowas. Musste mal gucken, das ist ganz oben. Was ist das? Geht's euch? Dein Geld? Eine Armbanduhr? Was hast du? Alter, ich beklaue hier schon Leichen, ne? So weit ist es mittlerweile schon bei mir gekommen. Also noch unseriöser geht's ja nicht. Aha. Nee, jetzt liegt er am Internet im Hotel. Ah, okay. Also Griechenland, schlechtes Internet. Alles klar. Also, falls ihr auf Internet steht, Freunde, Griechenland, Hotel ist schlecht. So viele Wege hier. Mal gucken, was hier so gibt. Hallo. I'm swimming in the rain. Gibt's hier was? Irgendwas Interessantes? Guck, Luftflasche habe ich gesammelt, okay. Aber sonst ist hier nichts, ne? So wirklich. Also es mangelt an Präsenz von Präsenten. Na gut. Man muss ja nicht immer was kriegen, ne? Naja, am Meer direkt muss man ja auch nicht. Ja, gut. Aber es gibt Orte, ne, die auch am Meer liegen, da ist das Internet perfekt. Jetzt ist mir fresh, glaube ich. So, dann gehen wir mal hier lang. Ich glaube, ich wärme mich mal. Essen. Ja, Essen ist schlecht im Moment. Ich habe jetzt nicht allzu viel dabei, darum warte ich bis zum allerletzten Moment und dann esse ich erst was. So, wir kraxeln hier erstmal runter. Aber schön, dass du mich daran erinnerst, Dash. Finde ich toll. Ich will Tacos. Ich glaube, ich habe noch nie Tacos gegessen. Ist hier die Kettensäge? Leute, ich habe die Kettensäge gefunden. Hier ist die Kettensäge, Kettensäge. Ich habe die Kettensäge gefunden. Geil! Und Benzin ist auch voll. Super. Tacos sind so toll. Warum eigentlich? Also ich weiß ja so ungefähr, was Tacos sind, aber... Okay, das geht noch. Komm, lieber gleich mal zwei. Zwei sind wieder zu viel, ne? Das ist so klar. Okay, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, okay. Eins, zwei, drei. Da habe ich so wenig Klebeband. Ja, voll eklig. Weil yummy. Okay, gut. Dann damit ist eigentlich alles gesagt, ne? Also. Da bleiben auch keine Fragen mehr offen. Warum schmecken die? Na, weil yummy. Ach so. Alles klar. Okay, also hier gibt es jetzt nichts mehr, glaube ich. Nichts so aus. Mach nochmal alles kaputt. Weil wenn ich was kann, dann was kaputt machen. Alkohol und Stoff.
Für manche ist ja Alkoholstoff, ne? Aber naja. Aber schön, dass hier alles so kniehoch ist. Ein Totenkopf, da hinten lacht schon wieder einer, ganz dreckig. Na warte, die wird das Lachen bald vergehen, mein Freund, das sage ich dir. Ah, da hinten sind schon wieder diese Babys. Toll. Jetzt bin ich nicht nur müde, jetzt habe ich auch noch Hunger. Ja. So schnell kann das gehen. Meine Community ist mindestens genauso verfressen wie ich. Stirb, 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 stirb. Hier auch, stirb. Gleich, ich kümmere mich gleich um dich da hinten. Oh, Dicker. Wartest du bitte mal ab, bis du dran bist. Meine Güte, ey. Stirb. Ah, Mann. Babyparty, ja, ich glaube auch. Aber nicht mehr lange. Beziehungsweise ist bereits beendet. So, hier kann man wieder viele Sachen sammeln. Komm mal her, du liegst am Weg. Hier, wärm dich mal auf. Aha. Was ist das? Missing. Vermisste Kinder. Okay. Okay. Was ist hier? Gar nichts? Nichts? Nada? Ah, hier, Getränke. Aber auch schon wieder voll. Blöcke sind auch voll. Alkohol ist auch voll? Alter. Ich glaube, ich muss mal einen über den Durst trinken, damit das Alkohol, der Alkohol hier weggeht. So. Dann basteln wir mal wieder was, ne? Und danach genehmige ich mir mal einen kleinen Snack. Weil der Magen ist sowas von leer. So. Knochen habe ich jetzt keine mehr übrig. Das heißt, wir können hier jetzt erstmal weiter kraxeln. Mal gucken. Ich glaube, so ein moderner Bogen würde mir ganz gut stehen. Na, hier ist nichts, oder? Mach das Licht an, mein Freund. Ich klatsch dir einer. Dass immer so duster sein muss hier. Wir könnten eigentlich mal die Höhlen ausleuchten, oder? Benutzen, dass die Höhlen hier komplett ausgeleuchtet werden. Geht's hier wieder raus? Nee, nicht so aus. Wollte schon sagen. Also ich kann in jede Höhle reingehen, die ich möchte. Ich bin immer wieder überrascht. Das ist für mich jedes Mal Neuland. Wahnsinn ist das. Einfach nur Wahnsinn. Aber jetzt nochmal hier wegen Hunger und so, ne? Dash. Ich krieg langsam auch Knast. Weiß nicht, ob ich möchte, dass du hier bist. Renn. Stirb. Renn. Und stirb. Und stirb und brenn. Und geh weg. Abstand. Corona. Ihr seid mir alle ein bisschen zu nah hier. So nah stehen wir uns gar nicht. Hey, hau ab. Stirb doch endlich, Mann. Tu mir den Gefallen und stirb. Da ist es. Haha. Lalalalala. Komm her, komm. Komm her. Komm her.
Komm, jetzt kannst du aber mal ruhig mal sterben, ne? Also echt mal. Alter, war hier gerade noch einer? Ich muss sagen, dein Shop sieht sehr interessant aus. Sehr, sehr viel Auswahl. Danke, Dash. Das war auch Sinn der Sache. Wie gesagt, wenn du noch keine Ahnung hast, was du zu Weihnachten verschenken sollst, ist ja nicht mehr allzu lange hin, ne? Weißt du Bescheid. So, hier war irgendwo noch eine Leiche da. Alter. Es gibt Töne, die mag ich nicht. Und das gehört definitiv dazu. Ich würde mir auch gerne den Kopf abschlagen, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wohin damit. Kann ich den irgendwie auch verbrennen? Nee, ne? Ich glaube, es bringt nichts. Leider nicht. Schade, Marmelade. So, komm, jetzt brennen wir ein bisschen schneller. Hat das eigentlich eine Bedeutung, dass die hier so rumhängen? Ja, war ja nur ein Vorschlag, Dash, ne? Nur ein Vorschlag. So, mal gucken, was hier noch gibt. Alter, man kann sich hier, wenn man ein paar Mal im Kreis läuft, kann man sich übelst verirren hier. Sind welche. Oh. Oh. Ha! Zorro! Bam, Alter! In your face! Kennst du die Siedler? Kenne ich sehr gut. Habe ich damals sehr, sehr viel gespielt. Jetzt kommt ja auch ein neuer Teil raus von die Siedler. Irgendwann. Ich weiß aber nicht, wie der ist, ehrlich gesagt. Also der soll ja an den alten Teilen quasi anknüpfen, so ein bisschen. Ein bisschen nah am Feuer, oder? Da ist Osttexas schon 2 Monate bei mir Abonnent. Krass. Einfach nur krass. Freut mich auch, wenn man so eine letzte Community hat, die einen so treu bleibt. Das erfüllt einen irgendwie mit Stolz. Ich möchte den 5. Teil extrem gern. Ist der denn schon rausgekommen? Also jetzt der neue, der jetzt rauskommen sollte. Würde mich mal interessieren. Alter, die brennen aber schon verdammt lange, oder? Ey, du Witzka. Na? Okay, Knochen sind voll. Dann gibt es den 7. Teil, der 5. ist schon etwas älter. Aber es soll ja auch ein neuer Teil rauskommen, ne? Und die Siedler. Da habe ich es ja auch so ein bisschen abgesehen. Weil der Film, der neue Teil, der es rauskommt, oder rauskommen soll, oder rausgekommen ist, keine Ahnung, soll ja an die älteren Teile anknüpfen. Also nicht an den 7. oder so, sondern wirklich so bei den Anfängen, so ich glaube bei Siedler 3 oder so soll der anknüpfen. Mhm. Ah ja, hier ist der Bug, ne? An die Karte kommt ihr nicht ran. Na gut. Dann halt nicht. Da muss ich mich mal etwas belesen zu dem Teil.
Ja, kannst du ruhig machen. Ich mache das ja auch nebenbei. Also bei neuen Spielen, da bin ich auch immer gerne dabei und versuche so ein bisschen was rauszukriegen. Auch bei neuen Spielen. Was ist denn hier? Aha. Ja, ich glaube, denen geht es auch nicht mehr so gut. Da versagt direkt die Stimme, ne? Wahnsinn. So, haben wir hier noch irgendwas Feines? Nee, ne? Eigentlich nicht so. Mal weiter gucken. Ah, Seil ist mittlerweile auch voll. Dann nehmen wir ihm das. Ich glaube, da geht's raus. Das sieht zumindest so aus, weil geht ziemlich hoch. Alter, geht das hier hoch. Hört gar nicht mehr auf. Ah, ich glaube, jetzt kommen wir langsam dem. Jetzt nähern wir uns dem Ende. Hier geht's nicht raus. Doch, hier geht's raus. Wieder dunkel. Oh. Wie ich das liebe. Okay, wo befinden wir uns jetzt? Ah, hier. Okay. Windig ist es auch noch. Ey, das wird auch. Das ist ehrlich. Besser wird's nicht. Ladida. Haben wir hier eigentlich schon Megan umgebracht, möchte ich jetzt nicht sagen. Weil es klingt so hart. Aber haben wir Megan schon getroffen? Bei dem hier? Ich glaube, weiß gar nicht, ne? Keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Koffer, die noch leben. Willst ein bisschen schlafen? Sag mal, warum bist du eigentlich so müde? Sag mal, hast du die ganze Nacht durchgemacht oder was? Junge, Junge, Junge. Batterien, Stoff. Nichts Sinnvolles hier. Ich sehe noch nicht mal den Mond. Doch, da hinten ist der Mond. Ist gerade untergegangen, aufgegangen. Gar nichts. Aber sieht so aus, als wenn der Mond untergeht, ne? Also wenn es hier bald hell wird. Da können wir auch noch ein bisschen wach bleiben. Konnte nicht schlafen. Netflix war sehr interessant. Oh. Junge, man muss auch im Leben mal seine Prämissen ein bisschen sortieren, ne? Gibt Menschen, die werden nicht erwachsen. Schlimm, schlimm, schlimm. Warte mal, hier hinten war doch auch. Ich kann mich erinnern, dass ich hier mal gebaut habe. Hier hinten irgendwo. Und da war auch, da hinten ist ein Dorf und in dem Dorf ist auch noch ein Cave. Weiß gar nicht, sind wir da jetzt rausgekommen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich werde mit Absicht nicht. Na ja, gut. Haben wir das auch schon mal klargestellt? Ich glaube, hier sind wir rausgekommen, ne? So, ich mach mal die Funze aus. Die Blaubeeren hier möchte sowieso keiner essen. Da kann ich mir die auch ganz genüsslich hinterhauen.
Benzin ist ja bei uns voll, Seil ist bei uns auch voll. Eieiei. Machen wir mal alles kaputt hier, mal gucken, was passiert. Vielleicht beschweren sie sich ja. Können sie ruhig machen. So, das Bein habe ich mir mal mitgenommen. Auch das Bein werde ich mir mitnehmen. Gibt da nichts Leckeres als Beine. Da, zack, zack. Ja, auch nochmal. Aber habe ich eigentlich schon meinen. Ja, auch schon. Also, das ist ein Steinbeutel für Steine. Ja, ist ja gut, hör auf zu glänzen. Ich dachte, ich hätte schon so einen Beutel, wo ich die Bären mitnehmen könnte. Aber ist man nicht so. Müssen wir demnächst uns mal dran machen. Noch ein paar Bunnies jagen. Dass wir uns auch so einen Beutel hier merken können. Aber ich hätte schon noch Bock, irgendwann mal wieder Siedler zu spielen. Nicht das Spiel, was mich in der Jugend sehr verfolgt hat. Was war das? Stopp. Was mich in der Jugend sehr verfolgt hat. Was ich auch sehr gerne gespielt habe. Aber in den letzten Jahren ist das bei mir irgendwie untergegangen. Mir juckt die Nase. Ich glaube, ich kriege heute noch einen auf die Fresse. Ach, guck, da sind schon wieder welche. Die hole ich mir doch. Indianer! Servus. So, der hat's hinter sich. Was denn, war das dein Freund oder was? Kannst du den wieder mitnehmen, wenn du so dran, wenn du an dem Typen so hängst? Aber sei froh, jetzt bist du Single. Alle Probleme sind gelöst. Was ist los? Leckchen, hä? Komm, ich habe hier mal einen Gedanken für dich, den kannst du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Ey, ich hau. Hallo. Ganz schön kratzbürstig, ne? Dafür, dass ich dich gerade befreit habe. Du kannst sie noch eh nicht leiden. Was wächst denn dich jetzt so auf? Meine Güte! Ernsthaft? Ist doch nicht schön! So. Gut. Die hat es auch hinter sich. Ich so. Hab ich die. Hä? Habe ich den getötet? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Oder das war ihr Freund, dass ich hier quasi jetzt im Kreis gelaufen bin mit ihr. Kann auch sein. Hier sieht es so aus, als wenn hier irgendwo ein Cave ist. Kann das sein? Oder irre ich mich da jetzt? Außerdem suche ich noch die gelben Koffer. Ich glaube, die sind hier hinten irgendwo. Weil in den gelben Koffern, da hat man übelst viele Leuchtstoffmunition und Pfeile, also Sportpfeile. Natürlich muss man hier ein Auge jetzt da aufhaben gegen die Alligatoren. Ich weiß nicht, ob hier welche sind. Aber falls ja, wird schwierig. Weil die Biester, die beißen. Beißen an sich ist etwas Schönes, aber an Tieren möchte ich das nicht haben.
Ganz schön hier, ne? Schöne Landschaft. Wildis gibt es ja auch. Eigentlich. Also die Landschaft hier hinterlässt einen positiven Eindruck auf mich. Ach guck, hier sind wieder Zelte. Gibt es ja was kostenlos. Hier ist ein Cave. Gehen die schon mal. Komm, wir gehen mal hier runter. Einfach mal gucken. Kann sein, dass wir hier schon mal drin waren. Schön hier. So schön dunkel. Ah, hier. Aber da hinten brennt Licht. Da ist jemand zu Hause. Ich sehe nichts. Na gut, dann müssen wir. Oh, hier ist aber weit runter. Hei, 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 hei. Ah, ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Da müssen wir runterkraxeln irgendwie. Arr! Na gut. Geht nicht anders. Komm, gib Gas, Marianne. Zack. Zack. Und runterwärts. Ich hoffe, da unten wartet keiner, sich bereits die Zähne leckend. Alter. Ach so. Ach, ich bin schon unten. Hätte ruhig mal einer was sagen können. So, weiter geht's. Weiße Fische. Ich versuche mir natürlich nicht die Füße nass zu machen. Aber irgendwie kommt mir das ja bekannt vor. Ich weiß nicht warum, aber kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind. Genau, Dash. Mach du erstmal die Augen zu. Bis später. Schlaf gut. Und falls du Interesse hast, heute Nachmittag um 15 Uhr kommt mein eigentlicher Stream. Der hier ist ja spontan. Kannst du gerne wieder mit dabei sein, wenn du möchtest. Ah, stimmt. Hier sind wir ja reingekommen. Hier haben wir ja die Dings gefunden. Die Kletteraxt. Irgendetwas zieht mich immer wieder hier in die Höhle rein. Ich habe Angst, hier runter zu fallen. Aha. Obwohl, so hoch ist es ja nicht mehr. Da geht's ja. Ich möchte mal wissen, was hier ist, weil hier haben wir ja vorhin Kehrtwendung gemacht. Hier sind wir ja nicht weitergelaufen. Aber hier geht es ja nochmal runter, ne? Das sind wir ja vorhin nicht gewesen. Alles klar, Dash. Ich würde mich freuen. Ganz, ganz ehrlich. So, Koffer sind hier auf jeden Fall jede Menge. Schön viele Snacks. Platine. Das Outfit ist auch nicht gerade das Beste. So, jetzt gucken wir mal hier. Ach, guck, Leuchtstoff. Hier hinten geht ein Seil zumindest hoch. Das ist ja schon mal ein schöner Anfang.
Machen wir noch was anderes? Als Seil hoch. Nee. Na gut, dann als Seil hoch, ne? Ich nehme hier, was ich kriegen kann, von daher. Egal, komm. Na los, kraxel hoch da. Hopp, 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 hopp. Und Stoff, Marianne. Jawohl. Stimmt, da oben sind wir vorhin gewesen. Da sind wir, glaube ich, lang gesprungen. Hier unten nicht. Aber hier unten kommt man auch nicht besonders weit, ne? Habe ich irgendwie das Gefühl. Aha. Aha. Okay. Okay. Schaffst du? Gib Gas. Ah. Nee, der kommt ja nicht hoch. Warum sollte man denn hier hoch? Nur wie eine Kassette? Ja, voll blöd. Ich finde, das ist eine Zeitersparnis. Im Gegenteil. Aber vielleicht kommen wir ja weiter, wenn wir hier tauchen. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Unterwasserweg. Kann ja auch sein. Einfach mal gucken. Sauerstoff in der Flasche haben wir ja genug. Von daher ist das ja jetzt nicht ganz so tragisch, wenn wir hier jetzt nichts finden. Aber vielleicht finden wir hier noch ein kleines Wegchen. Ein Wegchen ist auch schön, ne? Aber sieht nicht so aus. So, da sind wir gewesen. Ne, hier sind wir gewesen, ne? Müssen wir mal da lang gehen. Ja, mal gucken. Dir ist arschkalt. Ich weiß. Ich merke es schon am eigenen Körper. Ich friere hier wirklich. Irgendwann hänge ich als Eishapfen hier an dem Seil. In einer wunderschönen Pose bestimmt. So. Machen wir mal ein Feuerchen. Weil ich zitter hier wie Espenlaub. Ja, ist ja gut. Mensch, das Feuer ist an, ey. Jetzt krieg ich dich mal wieder ein. Zicke. So, das Ding können wir auch gleich nochmal nachladen, wenn wir schon mal hier sind. Hoppla, das wollte ich nicht. Den wollte ich. Das. Das. Ah ja, Klebeband fehlt ja. Alter, da müsste sich mittlerweile sowas von aufgewärmt haben. Laufen wir hier einfach mal lang, ne? Alter, mach das Licht an. Ernsthaft. Einfach mal gucken hier. Ich weiß, dass es hier irgendwo mal einen Weg gab, den man reingehen konnte. Ne, hier ist nur ein Wasserfall. Aber hier gab es irgendwo mal einen Weg, den man reingehen konnte. Ich weiß aber nicht, ob wir den schon mal reingegangen sind. Ob wir den schon gefunden haben. La 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 la. Ich hab gerne im Dunkeln durch Höhlen, die ich nicht kenne. Weil es kann ja nichts passieren. Ja,
Der arme Mensch. Der arme. Dann mal wieder hier hoch, mal gucken. Wie gesagt, ich suche immer noch den modernen Bogen. Das ist noch so etwas, was ich sehr, sehr vermisse hier. Klein. Hier ist hier nichts, ne? Na gut. Wechseln wir mal hier lang. Oh. Ui. Ach, hier sind wir da vorhin gewesen. Wir gehen jetzt quasi den Weg wieder zurück, den wir vorhin gelaufen sind. Obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass man hier irgendwo Sprengstoff bekommt. Wir brauchen sehr viel Sprengstoff. Das habe ich alles schon aufgesammelt. Das kann man nicht sehen. Habe ich das alles schon aufgesammelt? Kaum möglich, oder? Ah. Und hier runterjumpen ist auch noch zu hoch. Na gut, dann gehen wir im Tier lang. Ja, und sein scheiß Feuerzeug, ne? Der kommt damit einfach nicht klar. Benzin ist ja voll, das wissen wir ja mittlerweile. So, dann mal hier hoch. Und rein ist kühle nass. Alter, jetzt geht's aber richtig hoch hier. Oh. La 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 la. Aha. 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 Keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo wir hier überhaupt rauskommen. Ist ja auch nochmal so ein Ding. Die Höhle ist komplett leer, ne? Also. Die habe ich mittlerweile ausgemeuchelt. Und falls ihr euch gerade fragt, hä, wieso sehe ich denn so wenig, liegt daran, ich sehe auch nichts. Nur so. Aber sobald ich hochgucke, sehe ich gar nichts. Aber ich glaube, das ist ja schon wieder ein Ausgang. Das merke ich am Gestein. Ja gut, und dass ich was draußen gesehen habe. Aber hauptsächlich am Gestein. So, das Ding ausziehen. Können wir gleich mal nachladen hier. Okay, die Beine müssen noch zubereitet werden. Eine Videokassette habe ich auf jeden Fall gefunden schon. Ich glaube, hier werde ich nicht fündig. Hier finde ich nicht das, was ich suche. Licht aus, Karte hoch. Gehe hier einfach mal weiter. Weil ihr seht ja hier vorne bei dem Dorf. Da hört es auch schon auf mit der Erkundung. Und die Insel geht ja dann auch weiter. Das heißt, da oben ist alles unerkundetes Gebiet. Für mich zumindest. Im Moment. Und darum werde ich hier mal lang lavenzeln, um mal zu gucken, ob wir da vielleicht das finden, was wir suchen. Wer weiß, vielleicht finden wir auch einen alten Indianerschatz. Vom Häuptling, ich kacke mir in die Hose. Wer weiß. So, hier ist das unerkundete Gebiet. Also laufen wir mal weiter. Hier sind unerkundete hässliche Leute. Du bist unerkundet, halt die Klappe.
Was, nicht auf der Kirsche oder was? Schön, dass ich mich noch ausruhen durfte. Okay, weiter. Wenn es hier ein Cave gibt, dann habe ich das noch nicht erkundet. Hallo, Schnecke! Ey, nicht weg. Ist wie früher in der Schule, ne? Kaum sehe mich die Frauen, rennen sie weg. Ja, dann renn halt weg. Mein Gott. Ich hab mich da jetzt nicht so, also. Aha. Tote Haie, okay. Fängt ja schon mal gut an hier. Hüpf. Müsste mal ein Schlückchen trinken, ne? Damit die Ausdauer ein bisschen steigt. So, was haben wir hier? Stoff, Steine. Also 10 Steine können wir ja mittlerweile mitnehmen. Wir haben ja diesen Steinbeutel gebaut. Hier kommt man sogar rein, ne? Mit ein bisschen Fantasie. Und eine Leiter. Oder eine Treppe. So, was haben wir hier? Eine Dose. Noch eine. Aber hier sind wir tatsächlich noch nicht gewesen, ne? Wenn man sich die Karte hier mal anschaut. Die wird jetzt erst aufgemacht, die Karte hier. Das heißt, hier können wir wirklich noch fündig werden. Wir müssen ja sowieso irgendwann die ganze Insel mal einfach. Es wird schon wieder dunkel, ne? Boah, ist ja voll eklig. Vor allem ich frage mich, warum sind die ganzen Haie tot? Muss ja einen Grund geben, dass die ganzen Haie tot sind. Okay, die Dosen sind voll. Ah. Mein geliebtes Haarspray ist hier. Was ist das denn so? Also ich sehe hier gar nichts, ne? Ah, jetzt. Was ist los? Was ist das denn? So was Nervöses, also ehrlich. Mhm. Ne, an und für sich schön, die Einraumwohnung hier. Außer was bis auf das nervöse Mobiliar, aber sonst. An und für sich. Ganz hübsch. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier auch gleich mal eine kleine Pause. Ich esse mal eine Kleinigkeit. So, dann machen wir jetzt mal eine kleine Pause, Freunde. Ich bin dann gleich wieder für euch da. Ne, ungefähr 5 Minuten. In der Zwischenzeit seht ihr mal ein paar Clips. Und wenn ihr Langeweile habt in der Zwischenzeit, könnt ihr auch sehr gerne mal in meinen Shop reingehen und euch da mal ein bisschen die Zeit vertreiben. Könnt ihr euch ein bisschen umschauen. T-Shirts, Pullover, Handytaschen, Kissen, Sportbeutel, Mützen. Ne, werdet ihr mit Sicherheit fündig. Ich bin gleich wieder für euch da, Freunde. Bis gleich. Spionierst mich doch aus hier. Nee. Er wollte mich ausspionieren, habt ihr das gesehen? Jedes Mal wegen ein paar Bäumen Kilometer weit zu laufen. Weil, wenn. Upala. Eingepackt. Das muss dann. Die Zeit läuft, Freunde. 30
bin jetzt über Browser drin. Vielleicht geht's jetzt. Also Killer sagt 18. Ich weiß jetzt nicht, ob er den Preis meint oder sein Alter. Oder die Länge von seinem Schuh. Keine Ahnung. Aber 18 wurde jetzt mal in den Raum geworfen. Ich hoffe, du meinst den Preis, ehrlich. Komm, gib Gas hier. Mensch, wir haben noch was vor hier heute. Ja, ruh dich mal. Wer will fleißige Holzfäller sehen, der muss gute vorausgehen. Ich glaube, darauf muss ich mal einen Song machen. Irgendwie ist der Beat geil. Achtung, Achtung an alle. Osthexe hat Hochzeitstag. Alle klatschen in die Hände. Ich hoffe, das kam richtig. Aha, okay. Ich glaube, jetzt beginnt wieder die Uhrzeit, wo ich meine Chatter nicht so ganz verstehe. Aber ist nicht so schlimm. Liegt an mir, nicht an euch. Und Pech. Ja. So, jetzt stehe ich mal voll in der Wand. Uah. Wird sich dieser Sprung nochmal wiederholen? Wo ist jetzt eigentlich der Griff, der verdammte? Da ist er ja. Werde ich ja mal schauen. Wer schreit, stirbt. Und wer kein BH anhat, auch. Und auch ohne T-Shirt geht nicht. Und sinnlos in der Gegend rumlaufen ist sowieso verboten. Aber er bevorzugt. Ah. Oh, eine Kassette. Ja, ich weiß. Ich würde auch gerne zu dir rüberkommen, aber ich weiß nicht wie. Ich gucke mal, ob man hier was aufspringen kann. Schon kalt ist mir, aber ich glaube, gleich kacke ich mir sowieso in die Hose. Vor Schreck. Keks, solche Leute, die halten eigentlich nicht ihr Wort. Das ist das Problem. Ne? Die gucken dann genau auf die Uhr und wenn du auch nur 5 Sekunden zu spät bist, nein. Damit haben sie sich selber gerettet. Aber eigentlich hast du gewonnen. Also nach meiner Ansicht her hast du die Wette gewonnen. Übersetzt, scheißegal. Ist der Geier weiß. Nimm irgendwas. Bester Bock. Also die Orbs, die können wir komplett wegnehmen da eigentlich. Hast du nochmal geguckt? Nach Orbsies? Alter! Schön. Blö Hexe. Apropos Hexe. Oh. Ihr schreit was. Ja. Alter, yeah. Wo ist er denn? Luca nennen. Okay, dann nennen. Ach, da. Ach, die hat ihren Freund mitgebracht. Ja. Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Bin Döner. Macht schöner. So, ich mein. Was? Ich in meinem. Pilz, ich und mein Pilz. Okay. Ich glaube, Killer hat ein paar Pilze zu viel gegessen, beziehungsweise die falschen. Ah!
Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Dinosaurier hier Stiefel tragen? Rote? Forest. Wir machen heute weiter mit Teil 2, dem Bau unserer Festung. Beim letzten Mal sind wir relativ weit hier gekommen, wurden auch ziemlich oft hier besucht. Und heute geht's einfach weiter. Ich schaue mich mal hier noch ein bisschen um, um mir einen kleinen Überblick zu verschaffen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ich habe nicht weitergemacht. Ich glaube, wir wollten hier, genau, mit Steine wollten wir weitermachen. Und da wäre... Oh. Oh. Nee! Ach du Blöd-Heini, Alter, echt, ey, so ein Blödföhn, also wirklich. Ja, komm, mach, mach, hopp, schneller, heute noch, komm, mach. Weiche von mir. Lass das. Alter. Geil. Ey, das war jetzt, ne? Mehr als knapp, finde ich. Komm ich hier runter? Auch nicht. Komm ich hier runter? Auch nicht. Oh, gestorben. Aber die Kamera hängt auch ein bisschen ungünstig, kann das sein? Deswegen mache ich gerade eine neue hier hin. Sei nicht so ungeduldig. Schlabberadada. Hast du schon? Ja, das habe ich. Hast du sie auch angemacht? Ja, natürlich. Weil ich immer... Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Komm, gib Gas. Hallo, Freunde. Hallo. Da bin ich wieder. So, Freunde, die Pause ist vorbei. Mir fehlt wieder ein Fenster, wie immer. Was ist das? Weiter geht's, Freunde. Im Stockdusteren und das Möbeljahr. Mobiliar zittert immer noch. Ich mach mal eine Lampe rein, geht das? Mal gucken. Nee. Dann brauchen wir eine andere Lampe. Eine ST-Lampe am besten. Eben ging's doch noch. Hä? Pfannkuchen, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei mir im Stream und in meinem Chat. Schön, dass du da bist. Ja, man kann ja auch nichts machen, ne? Nichts hinbauen. Ja, armselig. Ich hoffe, dir geht's gut. Alter, was ist das? Was ist das Wasser? Spielst du alleine? Im Moment ja. Also heute generell ja. Letzte Woche hatte ich ein Multiplayer auf. Kann ja aber auch nicht einfach so schlafen gehen, ne? Wir gucken mal, was hier bei den anderen ist. Nehmen wir mal mein flottes Katana wieder. Ne? Snack und Stoff. Mitspielen generell ja. Also ich bin gerade sowieso im Singleplay. Ne? Allerdings bitte erst ab 18. Weil aus gesetzlichen Gründen und sowas, ne? Möchte ich nicht, dass da irgendwann mal was kommt. Von daher möchte ich bitten, wenn ihr mit mir zusammen spielen wollt, bitte erst ab 18. So, mal gucken, was hier gibt. Gar nichts. Nichts, nada, niente. 23, ja, ist okay. Also ich könnte heute Nachmittag, da habe ich ja meinen eigentlichen Stream. Das hier ist ja nur ein spontaner.
Was man denn heute Nachmittag eventuell Multiplay machen könnte. Ne? Muss ich mal schauen. So, was gibt es hier oben alles Feines? Weil für mich ist das ja eher unerkundetes Gebiet bis jetzt. Also ich kenne die Insel ein- und auswendig, so an und für sich. Jetzt hier auf der Map ist das hier noch alles unerkundet. Ruh dich aus. War ein schwerer Tag. Junge, Junge, Junge. Weg. Stört meine Sicht. Ach, da laufen sie schon wieder, die Idioten. Ein Schwein, komm mal her. Schweini. Schweini. Nicht, sonst du sollst mich nicht beißen. Aber es war lange ausgeholt, du. Meine Güte. Aber hier gibt es keine Caves, irgendwie habe ich das Gefühl, ne? Kann das sein? Ah, die bist du hässlich. Hui. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hui. Aus. Aus da. Pfannkuchen. Vielen, vielen Dank für den Follow. Du müsstest jetzt der 150. sein, ne? Das ist lieb. Dankeschön. Wie die Jugend sagen würde, ich küsse dein Auge. Ich verstehe das nicht. 149. Achso, war ich nicht heute früh schon bei 149? Na gut, dann bist du eben der 149. Auch nicht schlimm. Oh, das war mein Papa. Papa Waschbär. Oh, da ist noch einer. Mir blutet das Herz. Aber naja, muss ja, ne? Ein Eichhorn. Ja. Müsste man ja bald soweit sein, dass man hier den Wärmeanzug bauen kann, ne? Mal so ein bisschen abseits. Was brauche ich denn für den lustigen Wärmeanzug? Okay. Einmal Waschbär habe ich. Na ja gut, Wildschwein und Reh brauche ich noch jede Menge. Und Hase. Okay, Wildschwein, Reh und Hase. Wildschwein, Reh und Hase. Wildschwein, Reh und Hase. Reh und Hase. Also wenn die Kannibalen jetzt hierher kommen, da haben die jede Menge Futter. Finde das schön. Eine Leiche. Wildschwein, Reh und Hase. Wildschwein, Reh und Hase. Ich glaube, damit gehe ich heute Abend ins Bett. Meine Frau wird mich zwar für bekloppt abstempeln, aber bin ich ja mittlerweile gewöhnt. Wildschwein, Reh und Hase. Du bist kein Wildschwein, kein Reh und auch kein Hase. Du kannst weiterrennen. Aber hier sind Wildschweine. Und dann nehmen wir doch gleich mal. Hier. Alter. Gleich mit dem Bodyflip. Ich brauche nur den Fell. Okay. Deins auch. Essen brauche ich nicht, Essen habe ich mir abgewöhnt. So. Einmal Schwein haben wir jetzt. Viermal brauchen wir. Mindestens. Und sechsmal Reh. Fünf Rehe. Fünf Rehe, ein Schwein. Alles klar. Fünf Rehe, ein Schwein. Man ist ja quasi von Kälte umgeben. Fünf Rehe, ein Schwein. Kurz ein Röntchen. Was? Pontiac fahren? Was ist denn Pontiac?
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wollen wir mal einer erklären, was Pontiac ist? Also Freunde, wenn ihr Tiere jagen wollt, hit Night Rider. Ah, okay. Jetzt bin ich klüger. Damit kann ich was anfangen. Also wenn ihr mal auf Tierjagd geht, ne, Rehe, Wildschweine, tralala, Dinosaurier meinetwegen, die Armbrust ist eine perfekte Waffe dafür. Macht man das Licht aus hier, ich sehe sonst gar nichts. Da ist die Armbrust die perfekte Waffe dafür. Weil keine Waffe tötet die Tiere so schnell wie die Armbrust. Da. Magst du Dinos? Die Serie von damals, die mochte ich sehr. Die Dinos. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so einen Bezug zu denen. Interessant, wenn man sich weiterbildet. Natürlich. Aber so im Großen und Ganzen habe ich jetzt nicht so einen Bezug zu denen. Also scheint mir auch jetzt momentan noch sehr unrealistisch. Mir wird aber richtig schnell kalt hier, ne? Kann das sein? Obwohl ich hier schon im Wärmegebiet bin. Müsste mir da jetzt nicht normalerweise wärmer werden? Na gut. Dann wärmen wir uns eben noch ein bisschen. Ich brauche noch ein Wildschwein. Oder wie es hier heißt, Windschwein. Und 5 Rehe. Und Helligkeit wäre auch nicht schlecht, finde ich. Gehen wir hier lang. Mal gucken, ob ich hier irgendwas Tierisches finde. Da sammle ich immer ein. Die braucht man immer mal. Weiter. Angst, hier irgendwo runterzufallen. Aber ich sehe, der Mond geht bald unter. Das heißt, wenn wir uns hier jetzt noch ein bisschen aufhalten, kann es sein, dass es dann gleich hell wird. Ostexe, vielen Dank für 5 Bits. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Danke, 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 danke. Jetzt kann ich mir endlich mein trockenes Brötchen leisten. Ja, es wird hell auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall hell. Du blöd, ich bin nicht blöd. Nee, das würde ich so jetzt nicht sagen. So, Licht wieder aus. Dankeschön, aus 6 für 10 Bits. Klappt das mit den trockenen Brötchen? Kann ich mir schon 3 trockene Brötchen leisten. Oder eins mit einem ganz leichten Belag drauf. Das kannst du dir bei Penny 15 Cent Sonntagsbrötchen kaufen. Ja, da freue ich mich tierisch drauf. Den kenne ich aber wirklich noch nicht. Also der liegt ja schon länger. Also da mit dem habe ich jetzt wirklich nichts zu tun gehabt. Aber ich weiß, dass hier im Schneegebiet auch Rehe rumlaufen. Hey Bunny, bleib mal stehen. Da bist du. Da bist du. Ein Bunny? Da bist du ein Stein. Das ist ein Bunny. Hey, Bunny!
Nee. 1-1. Renn doch nicht so nervös im Kreis. Oh, was? Ja. Braucht man Schneeanzug. Ganz eindeutig. Mein Wärmeanzug, nicht Schneeanzug. Schneeanzug haben mir die Kinder. Beziehungsweise Brötchen. Meine sind im Ofen und jetzt fertig. Und mal wieder kurz AFK. Lass uns Stream an. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Ich muss lernen, wo mein Bogen ist. Ja. Aber dass es hier tagsüber trotzdem noch so kalt ist, ne? Normalerweise wärmt die Sonne noch ein bisschen. Warum hier nicht? Finde ich gar nicht schön. Da ruhe ich nicht allzu sehr aus. Hier wird kalt. So. Licht. Kamera. Action. Ich würde sagen, ich kann mein Haus von hier oben sehen, aber ist ja nicht so. Hey. Hä? Wo ist es hin? Wir lösen sich die Hasen einfach so auf. Wahnsinn. Sieht man auch nicht oft. Vor dem Pilz habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube, der tut mir nicht gut. Haben Sie da was gesehen? Ist nichts, ne? Gar nichts. Doch hier, Bunny. Bleib stehen. Bunny! Heißhose, Gas. Oh, das gibt's doch nicht. Da will man sich schon beeilen beim Abschießen und dann sowas. So ehrlich. Ich halte mich mal ein bisschen hier in der Wärmeregion auf. So kurz zumindest. Hasenfell brauche ich ja sowieso noch. Hase, Reh und Wildschwein. Ein Wildschwein brauche ich. Ein einziges. Kann doch nicht so schwer sein, hier so ein Wildschwein ranzukriegen. Er läuft sich warm, okay. Auch schön. Ah. Das Vieh läuft sich auch. Ein Kreislaufen ist hier innen, ne? Also das mögen die hier. Das brauche ich wieder. Das Fell. Dankeschön. Schönen Tag noch. La di da di du da di day 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 day. So, jetzt haben wir kurz aufgewärmt und weiter geht's. So schnell geht das hier. Also hier in der Kälteregion halte ich mich relativ selten auf. Warum ist, glaube ich, jedem bekannt. Oder ersichtlich, besser gesagt. Zu kalt. Einfach nur zu kalt.
Aber weit und breit nichts, ne? Also gar nichts. So, kurz was trinken, damit die Ausdauer wieder ganz oben ist. Zweimal Reh habe ich. Vier Rehe brauche ich noch. Und dreimal Wildschwein. Ne, einmal Wildschwein. Nee. Haben die Macher das nicht mitbekommen, dass sie das hier falsch geschrieben haben? Würde mich mal interessieren. Ah, da ist ein Wildschwein. Das muss ich noch Rehe jagen. Und Bunnies. Das ist denn so erwischt. So, jetzt brauchen wir nur noch Rehe. Ja, du darfst weiterleben. Obwohl, nee, komm. Biest. So, jetzt gehe ich nochmal die Checkliste durch. Waschbär. Haben wir. So, Wildschwein viermal haben wir. Reh, ja gut, da weiß ich selber, ne? Vier Stück brauche ich noch. Und ein Hase. Ist hier. Okay. Also jetzt brauche ich wirklich tatsächlich nur noch Rehe. Und die findet man ja Gott sei Dank hier überall auf der Map. Also überall, wo es warm ist. Hat ein Glück. Ja, du kannst weglaufen, kannst aber auch stehen bleiben. Ich will dir nichts. Wo sind meine Rehe? Du bist ein Wildschwein, dich brauche ich nicht. Ja, ja. Ah. Ich wollte dich gar nicht erschießen, Mensch. Du Kleiner, du. Den Rest verkneife ich mir lieber. Jetzt, wo ich sie nicht brauche, jetzt kommen sie zu mir. Rehe brauche ich. Rehe. Wo sind meine Rehe? Rehe. Aha. So, hier ist die Kälteregion, da wollen wir es nicht mehr hin. Also erstmal nicht, solange bis wir den Wärmeanzug haben. Das Blöde ist nur, wenn ihr einen Wärmeanzug habt, ihr könnt euch dann keine Rüstung mehr anziehen. Das heißt, ihr seid dann quasi völlig ungeschützt, solange ihr ihn tragt. Das finde ich ein bisschen blöd. Hey, da will ich auch nicht runter. Das ist mir nix. Geh hier lang. Schön hier. Also die Landschaft an sich, ganz toll. Aber das bringt jetzt was, dass mich die Viecher dann nicht ganz so deutlich sehen. Eigentlich ist man ja damit geschützt ein bisschen, ne? Habe ich mir zumindest mal sagen lassen. Also wenn man sich hier mit Matsch einschmiert, dass die Tiere einen dann später sehen. Dass man da dann noch quasi ein bisschen Zeit hat. Mal gucken, vielleicht zocke ich heute Nachmittag mal noch mal ein bisschen Medieval Dynasty. Mal gucken, was ich Lust habe. Einer, wo sind die ganzen Rehen? Ernsthaft, ey, da wird man irgendwann böse. Sonst renne ich die Viecher fast um. Und jetzt, wo du sie brauchst, da sind sie nicht da. Doch nicht. Hier ist ein Zelt, glaube ich, oder ein Stein. Erstmal beiden. Ein Stein.
Hey. Hier bewirft mich einer mit Koffern. Sicherheit. Übrigens, wenn ihr keine Armbrust habt, Molotows eignen sich auch wunderbar zum Tierejagen. Da muss man dann aber schon treffsicher sein. Das Geschrei ist zwar ein bisschen, ja, finde ich nicht so schön. Ist was geschmaust? Mehr gibt es ja auch nicht. Ja, von dir will ich ja gar nichts extra. Sonst will ich stehen bleiben. Alles gut. So, mal gucken, ob wir hier irgendwo ein Reh finden oder gleich mehrere am besten. Ah. Also schlecht aussehen tut's gut, was Rehe betrifft. Ja, traurig, echt. Machen wir da schon mal drin, ne? Doch nicht, ne? Kann das sein? Komm, wir gehen mal rein hier. Was haben wir schon zu verlieren, außer unser Leben? Was Wertvolles haben wir nicht zu verlieren? So, mal gucken. Vielleicht finden wir ja hier den modernen Bogen. Ja, okay. Jetzt aber beim. Mach das Feuer an, Alter. Schneller. Mensch. Da sind bei mir auch schon voll. Weg damit. So ein Blödsinn will ich hier nicht sehen. Ja, Stoff. Noch mehr Stoff. Also ich glaube, Stoff ist das Einzige, wovon ihr so viel ihr wollt, mitnehmen könnt. Aha. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Das kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Sind wir etwa in der Höhle, wo das nachher zum großen Dorf führt? Wo auch das Lager ist? Ja klar, hier ist auch das Lager hier unten. Oh. Werde ich mal einen anderen Weg gehen. Mal gucken, was wir noch so finden werden. Obwohl es ja genau der gleiche Weg, den ich sonst auch gegangen bin, ne? Da kommen wir auf jeden Fall. Ach, warte, da finden wir bestimmt Rehe. Weil da kommen wir nachher an den großen Platz raus, wo die Yacht steht. Und da ist ja ein großer, tiefer Wald. Da sollten wir eigentlich Rehe finden. Hier müsste ja alles tot sein eigentlich. So. Und da oben ist nachher der große freie Platz in der Nähe von der Yacht. Da sollten wir eigentlich auf Rehe stoßen. 4 Stück brauche ich jetzt bloß noch und dann habe ich endlich alle Sachen zusammen für den Wärmeanzug. Das ist so das, wo ich, also ich habe das Gefühl, das ist das, wo man eigentlich am meisten, am längsten dran baut, ne? Den Wärmeanzug.
Das wäre jetzt ein Riesenrudel voller Rehe hier. Alle rennen sie weg. Und ich habe meine Armbrust noch nicht ausgepackt. So, jetzt geht's weiter. Jetzt hier und so. So, genau. Da hinten geht's zur Yacht. Da ist ein Bunny, aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen Rehe. Also suchen wir nach Rehe. Schade, dass man die nicht anlocken kann. Ich glaube, bei Red Dead zum Beispiel, da geht das, wo dass du Tiere anlocken kannst. Hier geht das leider nicht. Haufenweise Hasen sind hier unterwegs. Vielleicht ein gutes Zeichen, dass hier auch viele Rehe unterwegs sind. Auf jeden Fall können wir hier nicht frieren, solange es nicht regnet und nicht nachts ist. Hier ist das Möhr. Auch Möhr vom Möhr. Och nö. Ich tu schon wieder. Auch gleich mit der ganzen Familie hier. Wahnsinn. Ach, der Feuerspucker ist auch dabei. Ach, der Zirkus ist in der Stadt. Super nice. Ich glaube, wir sind gerade auf dem Weg zum großen Dorf, kann das sein? Hier ist unser Flugzeug, schön. Also die Base quasi. Unsere Base. Die fabelhafte, unzerstörbare, total tolle Base. Aber die Rehe scheinen hier wirklich ausgestorben zu sein. Gibt es keine Rehe mehr? Wo zum Geier sind die alle hin? Gibt es eine Betriebsversammlung, von der ich nichts weiß, oder? Vielleicht verstehen sie alle. Die angewurzelt. Sprengstoff? Schön. Das war das Einzige, warum ich ins Dorf wollte jetzt. Ich weiß noch, wie ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Oder die ersten paar Male. Dass ich wirklich dachte, auf dem Baum, wenn ich mir so ein Baumhaus baue, dass ich da sicher bin. Ziemlich schnell wurde ich eines Besseren belehrt. Vor allem als die Mutanten kamen. Habe ich da oben zusammengekauert gesessen, weil die ganzen Kannibalen unten. Ich war ziemlich nah am Dorf dran, ne? Und die ganzen Kannibalen standen unten am Baum. Haben da rumgebrüllt und rummarodiert. Habe ich da oben in meinem Baumhaus zusammengekauert gelegen. Und hatte Schiss, dass die hochkommen. Ich hatte noch nicht so die Kampferfahrung bei dem Spiel. Und wusste auch nicht, wie ich an vernünftige Waffen komme. Und so konnte ich mich nicht wirklich verteidigen. Und ja, musste halt nicht ein und aus, ne? Im Laufe der Zeit hat sich dann so einiges Wissen angeeignet bei mir. Gott sei Dank, muss ich dazu sagen. Weil ich glaube, sonst wäre das jetzt ziemlich peinlich, wenn ich da oben sitzen würde. Ah, geht doch mal weg, ich will euch nicht haben. Ne? Eisenbahn. Hör schon wieder was. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Oh. Erwischt. Ich brauche noch einen Beutel. Für Bären und sowas. Das sammle ich natürlich auch wieder ein, so wie immer.
Weiß gar nicht, wenn man Gebäudezerstörung ausstellt und man sich ein Baumhaus baut, ob die Mutanten dann auch den Baum einreißen, weil da ist ja eigentlich was Gebautes drauf. Zack, erwischt. Jetzt hin ist, weiß ich es gar nicht. Ah. Ja, sogar wenn es fast dunkel ist, schaffe ich das. Beim Jagen bin ich ein alter Hase. Kann ich mir so mittlerweile beim Beutel bauen? Wie viel habe ich denn? Falsch. Mann. Ja, mal Hasenfell habe ich. Beutel brauche ich nur zweimal. Sehr gut. Hier könnt ihr dann Bären sammeln. Unter anderem auch die weißen Bären, die giftigen. Die ihr dann braucht, um zum Beispiel das Katana zu verbessern. Das könnt ihr ja vergiften. Aber das wisst ihr ja alles. Meine Community ist ja eine der wenigen Communities, wo die Leute wirklich noch Hirn haben. Und ein bisschen durchgeknallt. Aber ich glaube, das eine setzt das andere voraus. So, jetzt sammeln wir noch ein bisschen Stoff hier ein. Ich hoffe, dass die jetzt alle erstmal spazieren sind. Nee, da hinten läuft noch jemand. Da noch. Damit spazieren war wohl nichts. Egal, ich sammle weiter ein erstmal. Was? Ja, ihr könnt mich mal alle ganz gepflegt in Ruhe lassen, Freunde. Was läuft da? Was ist denn? Ja, ich will doch hier nur. Ich bin nur auf der Durchreise. Nehmen das aber auch persönlich, also ehrlich. Komisch, überall wo ich baue, sind weit und breit keine Bäume mehr zu sehen. Kann ich hier nochmal das Fleisch anbamseln und die Beine natürlich. Ich habe noch zwei wunderschön rasierte Beine. So, Freunde, ich verabschiede mich erstmal. Das war jetzt mein Spontan-Stream. Heute Nachmittag, 15 Uhr, bin ich wieder für euch da, Freunde. Mal gucken, was ich dann wissen. Oh, wei. Nochmal. Heute Nachmittag, 15 Uhr, bin ich wieder für euch da. Mal sehen, was ich dann spiele. Einfach, sage ich euch. Bedanke mich bei Tequila für 5 Bits, bei Osthexe für insgesamt 15 Bits, bei Pfannekuchen TV für sein Follow. Und Osthexe hat ja heute den zweiten Monat abonniert. Auch dafür ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Freunde, heute Nachmittag 15 Uhr bin ich wieder für euch da. Ich verabscheue mich bis dahin. Ich bedanke mich auch bei allen Chattern hier im Chat. Bin jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber nicht so schlimm. Bis heute Nachmittag, Freunde. Euer Seppo.